Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich hab Problemchen. Ich kann nicht weg. Auch weil er den fokussiert. Na, ich renn lieber. Oh, ich glaube, ich bin in eine Falle gelaufen. Vitruvius wird wissen wollen, dass seine Formel wieder sicher ist. Hat. Ich meine, dass man das zu Kamelen sagt. Ich habe das mal auf jeden Fall gehört. Bayek, hast du sie? Hast du meine Formel gefunden? Heute wird Ägypten nicht brennen. Und auch sonst nicht. Und Feldherr Agrippa? Er hat sie mir nicht freiwillig gegeben. Er war ein guter Römer. Aber er hat nie verstanden, dass man trotzdem auch ein guter Mensch sein kann. Flavius hat Agrippas Stolz und Ehrgeiz mit dem Gerede von Imperien genährt. Ich fürchte, der Weg, den seine Anhänger gewählt haben, wird vielen den Tod bringen. Am Ende ihren eigenen. Aber du bist ein guter Mensch, Vitruvius. Ich sah es in deinen Worten und Taten. Ich tue mein Bestes. Danke nochmal, Bayek von Siva. Du bist ein wahrer Beschützer deines Volkes. Mit dem Feuer spielen. So. Dahin muss ich. Balagri, hinsetzen und entspannen. Wenn du ein Boot mit einem Steuermann siehst, dann setz dich in den Bug und lass dich fahren. Spann dich und genieße die Aussicht. Keine Zeit dafür. Wie ist es dir ergangen? Gut, wie du siehst. Kleine Siege und Freuden wie diese. Wir nehmen, was wir kriegen. Bayek, Flavius war hier.
Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Mütter und Ehefrauen der Kranken im Tempel klagen in den Straßen. Alle Bitten, ihre Liebsten zu sehen, bleiben unbeantwortet. Seit Flavius hier ist, das kann kein Zufall sein. Nein. Kannst du mit meinem Freund Krios sprechen? Er ist Wasserträger am Tempel. Meine Aufgabe ist die Priesterin Melitta. Sie ist übereifrig, aber ich kann nicht glauben, dass sie Kranke und Sterbende ausnehmen würde. Sei wachsam. Ich komme nach dem Gespräch mit Krios wieder. Und der ist in der Nähe. Ja gut, der ist im Tempel. Aber da komme ich auch hin. Ach, die Hühner, wie die weggerannt sind. Flavius, Flavius, singen wir alle seinen Namen. Ich habe meinen Mann für Flavius verlassen. Oh, wir dürfen hier gar nicht sein. Ja, wir brennen erstmal wieder eine Runde. Warum denn auch nicht? Ah! Was war das denn jetzt? Krios, was hat Flavius dir angetan? Wach auf! Wo ist Flavius? Wo ist er? Flieg wieder heim, Krähe! Hä? Oh. Tod. Ein weiteres Leben zerstört von dem römischen Scheißefresser. Doch noch nicht. Flüstern! Flüstern! Wie bitte? Melitta, die Viper des Stabs! Melitta. Die Priesterin? Nein! Nein! Mein Herr Flavius! Bitte! Das schaffe ich nicht. Das ist eine Treppe. Die muss ich schnell machen. Und dann muss ich mal gucken. Melitta, hieß doch nicht mal eine Margarine? So eine Margarinenmarke? Ja. Und Hühner. Praxilla! Praxilla! Hör auf zu schreien! Die Kranken brauchen ihre Ruhe! Praxilla! Oh, jetzt habe ich nicht richtig getroffen. Schon gut! Sei einfach leise. Sie ging, um die Priesterin zu sprechen. Nein! Die Priesterin! Eine Schlange im Apfel! Sie hat sie! Sie hält sie versteckt! Beim Flüstern! Lügt beim Flüstern! Geheimnis! Umwoben! Ihr Flüsterschrein! Ist dieses arme, einfältige Ding dein Werk? Hat Praxilla gesagt, wo sie hin wollte? In die Berge, aber... Kümmer dich um ihn. Er braucht Hilfe. Ich werde diesen Flüsterschein finden. Na, tust du sie jetzt streicheln? Ne, irgendwie nicht. Oh, das ist ein Pferd. Ich muss mir das mal eben ausleihen. Oh.
wollte eigentlich fertig werden, ey. Finde den Flüsterschrein. Der Schrein liegt verborgen in den Bergen nördlich von Balagra. Balagre. Ich werde hier gesucht. Guck, wenn sie uns ein Gas ein bisschen zulegen hier. Höhle. Ach so. Na, schwingen sie sich schnell auf ihre... Nee, tun sie nicht. Ich dachte... Aua! Löwe. Oh nee, echt jetzt? Oh. Ha. Oh. Ha. Na, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Na, schnell, schnell. Ach so, Munition voll, super. Ein Geheimnis in den Bergen. Ich hoffe, Praxila und die anderen sind wohl auf. Bin gespannt, wo wir jetzt hier hinkommen. Okay. Wie fantasielos du bist. Aber warum solltest du den Willen der Götter verstehen? Du solltest dankbar sein, dass du jetzt Ruhm dienst. Und die Arbeit wird bald... Du! Wie fantasielos du bist. Aber warum solltest du den Willen der Götter verstehen? Dieses heilige Objekt ist etwas voller Wunder und Schrecken. Den treffe ich von da nicht. Glaube ich dir. Warte, ich möchte erst die anderen befreien hier. Erst die anderen. Die Priesterin, sie hat diese Menschen gefoltert. Ich würde diesen Ort zu Asche verbrennen, wenn ich könnte. Es gibt schreckliches Unheil hier, Bayek. Mir graut es vor dem Schicksal meiner Kyrenaika. Melita war irre. Das Relikt, das Flavius auf dem Bauernhof benutzt hat, hat er auch hier verwendet. Als ich Krios fand, wusste ich es.
Ich fühlte, wie es kratzte, sich in meinen Kopf grub. Das macht es! Heimtückisch wie ein Parasit. Kontrolliert die Köpfe der Menschen und macht uns zu Sklaven. Unser Schicksal gehört uns, Praxila. Dafür werden wir immer kämpfen. Ich konnte Melita nicht retten. Nach dem, was sie getan hat? Ich hätte ihr selbst die Kehle aufgeschlitzt. Ich danke dir im Namen Balagraes. Das hätte ich nie von dir verlangt. Und deshalb helfe ich gern, solange Freiheit noch etwas bedeutet. Hast du es nicht langsam satt, so oft Lebul zu sagen? Ein Teil von mir schon. Aber es ist Teil der Reise. Und auf dem Weg finde ich immer Hoffnung. Dein Land wird nicht sterben, Praxila. Du bist seine Heilerin, seine Beschützerin. Eine Magi. Jetzt kommt unsere Zeit, um aus dem Wahnsinn herauszutreten, Bajek von Siva. Schön, letzte. Nebenquest. Und dann geht's zum Ende, hoffentlich. Ich bin auch ganz ehrlich, so langsam will ich auch gar nicht mehr. Weil das Game zieht sich schon ziemlich lange her. Also rum, hin, ich weiß nicht. Ich bin ja schon voll müde. Ach so, ich habe den Dingens gekriegt. Senor hat ihn auch schon direkt gefunden. Dürfte nicht mehr weit sein. Es ist definitiv im Bordell. Bist du Simonides? Oh, mein Kopf! Was soll das Geschrei? Diokles ließ mich nach dir suchen. Sag ihm, ich wär tot. Wir brauchen deine Hilfe. Mit Leander. Dieser Dämon ist für meinen benebelten Geist und meinen Durchfall verantwortlich. Bestimmt hat jemand meinen Wein vergiftet. Tut mir leid, aber ich muss dich mitnehmen. Bacchus und seine Nymphen seien verflucht. Dich schickt eine Rachegöttin zur Folter. Wenn ich auf dem Weg entschlafe, ist es deine Schuld. Wie ist dein Name, Quellgeist? Bajek. Ägypter? Ja. Diokles sagte, du hättest gestern Leander getroffen. Eine Feier in seiner Villa. Alles floss in Strömen. Wein, Frauen, Knaben. Das klingt... Iphtos verlor seine Toga. Lustig. Lustig? Eine Mission. Nur eine Mission. Hast du was herausgefunden? Simonides? Geht es dir gut? Nein, verflucht, du Sohn des Re... Ist das hier jetzt? Ja, ist hier. Okay. Mal hier lang. Hera, Göttermutter. Simonides, bist du betrunken? Ja, ist er. Ich will nicht wissen, wo du ihn gefunden hast, Bajek. Auf der Straße. Das Bordell muss umgezogen sein. Hast du in Leanders Villa etwas finden können? Papiere, Bestechungsbelege, Veruntreuung. Seine Wachen fassten mich, bevor ich etwas mitnehmen konnte. Ich konnte sie überzeugen, dass ich volltrunken war. Welch Kunststück, Simonides. Die Beweise sind da und ich muss sie nur holen. Wir stünden ewig in deiner Schuld. Doch warum setzt du dein Leben für uns aufs Spiel? Wer seine Macht missbraucht, soll gestürzt werden, damit das Volk nicht mehr unterdrückt wird. Ägypter wie Griechen. Ah, gut gesagt. Unser Freund Bajek erinnert mich an Cicero.
Die Villa liegt im Osten, umgeben von Weinbergen. Wir versammeln die anderen Magistrate im Tempel des Apollon. Suche uns dort auf, wenn du Beweise hast. Fortuna segne dich, mein Freund. Bäuerlichen Umgebung. Ach, da hinten. Und da habe ich nicht... Scheiße. Scheiße, von da aus komme ich auch nirgendwo weit. Nee. Muss ich ihn galoppieren. Stande! Voilà! Oi, 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 oi. Sed sanguinum a sepulcrum! Wir werden voll gejagt, ey. Salute, Ibi! Siste! Ne tu! E donna bene! Könnte einfach auch gerade ausreiten, oder? Ich könnte das selber mal eben hier... das in die Hand nehmen. Reiten wir mal ein paar Umwege. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Wieso? Ach so. Ja, es ist hier wirklich alles ziemlich voll. Von denen. Ach, du blödes Vieh. Das Pferd wäre da hochgegangen. Ziert es sich hier? Nee, 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 nee. Wo ist denn da? Ach, da ist eine Villa. Senu? Suppi. Ach. Mit dir habe ich mal lange echt keinen Bock mehr. Bewacht? Nicht bewacht, bewacht. Lolita Ibi! Aha. Siste! Sei tu! Et non movere! Bestechung. Was zum... Gib mir